Hallo allerseits. Dies ist eine Kritik eines Videos von einem Kanal, der Wahrheit im Namen trägt. Islam, die Wahrheit. Sowie ein Kommentar zum Inhalt eines Videos auf diesem Kanal, nämlich ein Gott, aber verschiedene Religionen. Fragezeichen. Hier wird vom Betrachter sehr viel abverlangt, also sehen wir mal nach, ob das Video dem Kanalnamen gerecht wird. Mir fällt spontan auf, dass das Niveau der Apologeten in Deutschland sehr viel niedriger ist als das ihrer englischen Kollegen auf der Insel und deutsche Muslime wohl nicht so verwöhnt sind, da auch dieses sehr beliebige und mit Fehlern durchzogene Video Beifall erntet. Mein eigener schriftlicher Kommentar, obwohl eigentlich sachlich und korrekt, ist leider der Zensur zum Opfer gefallen. Man sieht sehr schön, dass immer noch heißt 6 Kommentare, nur einer fehlt. Es sind nämlich nur 5 sichtbar. So viel zum Kanalnamen mit dem Attribut Wahrheit. Na gut, dann mache ich es halt nochmal, aber per Video und etwas ausführlicher. Von der Gestaltung her ist das Video recht simpel und lieblos zusammengestückelt. Der Text ist ohne Betonung möglichst schnell runtergerasselt. Der Inhalt ist konfus, der Sprecher springt ohne Zusammenhang oder Struktur von Thema zu Thema und liefert unlogische und sachlich falsche Darstellungen. Und um das Ganze dennoch fair zu halten, werde ich mal alle Zeilen einblenden und dann meinen Kommentar abgeben. Einfach um zu beweisen, wie albern der Text ist. Das zeigt dann hoffentlich auch, wie wichtig es ist, so ein Video vor der Veröffentlichung mal querlesen zu lassen, um sich solche Blamagen zu ersparen. Denn obwohl sehr schnell gesprochen doch etliche Fehler auffallen. So, dann legen wir mal los. Was zunächst auffällt, ist dieser süßliche, dudelnde, sich wiederholende Singsang im Hintergrund, der bei mir sofortigen Brechreiz auslöst, was aber völlig subjektiv ist. Es ist eben Geschmackssache. Und nach 10 Sekunden Intro geht's dann sofort los. Wobei, nur mal so zur Info, vor- und abspannt immerhin 10% des gesamten Videos ausmachen. Der eingeblendete Text ist groß geschrieben, wohl um Rechtschreibfehler zu kaschieren, da auch der Sprecher nicht so richtig Deutsch spricht. Aber welcher Gottesbeweis? Wovon ist hier die Rede? Es ist noch nie in der Geschichte der Menschheit und deren Göttern jemals geglückt, einen Beweis für die Existenz dieser Götter zu liefern. Noch nie. Und deshalb schicken immer mehr Menschen ihre Götter dahin, wo sie hingehören, nämlich ins Museum. Wieso auch diese Frage? Wo sind denn die anderen Fragen? Das ist eine Frage. Wo bleibt denn dann der Einwand? Auch diese Frage ist zwar interessant und berechtigt, aber sie beweist nicht, dass das Universum keinen Schöpfer hat. Nee, es ist eine Frage und kein Beweis von Nicht-Existenz von Schöpfergöttern. Wer behauptet, es gäbe einen bestimmten gesteuerten Ablauf des Universums, ausgelöst durch Intelligenz, muss das beweisen. Solange dieser Beweis nicht erbracht ist, gibt es nur eine einzige gültige Aussage. Ich weiß es nicht. Da gibt es nichts mit, dies ist die beste Erklärung. Nein, das ist keine Erklärung. Das ist reines Wunschdenken. Nehmen wir beispielsweise an, 3 Geschwister fragen sich nach der Augenfarbe ihrer Mutter. Das Beispiel, das ist ganz schön bescheuert. Wir haben verifizierbare Daten für die Entstehung von Kindern, nicht aber von Göttern. Es beweist also höchstens, dass die 3 Kinder sich nicht einig werden und dass nur eins von ihnen recht hat. Nein, beweist es nicht. Dieses Video ist so ein typisches Beispiel für die eingeschränkte Wahrnehmungsfähigkeit von vielen Gläubigen, egal ob Christen oder Muslimen. Zusätzlich zu der Möglichkeit, dass eines der Kinder recht hat, gibt es die Möglichkeit, dass alle falsch liegen. Das ist ja logisch. Und was, wenn die Mutter graue Augen hat? Oder was ist, wenn die Mutter eine Leihmutter war? Dann haben womöglich 2 recht. Was, wenn der Uterus transplantiert wurde, weil die Leihmutter starb? Und man sieht also, es lohnt sich mal, Gedanken zu Ende zu denken und an Alternative zu denken. Ebenso ist es mit den verschiedenen Religionen auf der Welt. Absoluter Unsinn. Religionen sind götterbasierte, menschengemachte, künstliche Organisationen, die den Menschen suggerieren, sie hätten etwas mit dem jeweiligen Gott zu tun. Aber es gibt keine physische Bindung an Religionen. Und früher war die Zugehörigkeit regional, heute ist es mehr umgebungsabhängig. Nur weil sie unterschiedliche Vorstellungen vom Schöpfer des Universums haben, ist das noch lange kein Beweis dafür, dass das Universum keinen Schöpfer hat. Muss es auch nicht.
Solange niemand beweisen kann, dass es einen sogenannten Schöpfer gibt, ist die Grundstellung kein Schöpfer aktiv. Wenn ich meine Aussage, ich habe einen feuerspeienden Drachen in der Garage, nicht belegen kann, ist die Grundstellung kein feuerspeiender Drache in der Garage aktiv. Jeder kann einen Toyota in der Garage haben, nur feuerspeiende Drachen sind eher selten und bedürfen daher einer besonders gründlichen Erklärung und Beweisführung. Dass ein Garagentor warm ist und niemand das sofort erklären kann, bedeutet nicht, dass es ein feuerspeiernder Drache sein muss. Die Aussage hier auch muss zwingend notwendig heißen: Ich weiß es nicht. Es beweist nur, dass die Religionen sich uneins sind und dass nur eine Religion Recht haben kann. Nein, mitnichten. Völliger Unfug und völlig unlogisch. Es ist genauso möglich, dass alle falsch liegen und es keinen Schöpfer gibt oder einen völlig anderen Schöpfer oder eine Gruppe oder eine Universumsschöpfungsabteilung in einer kleinen Firma jenseits unserer Vorstellungskraft. Religionen und Gläubige beweisen nicht die Existenz von Göttern. Die Aussage muss zwingend notwendig heißen: Ich weiß es nicht. Es ist die Aufgabe der einzelnen Religionen zu beweisen, dass sie die Wahrheit ist. Quatsch! Wer kommt auf so einen Blödsinn? Wahrheit ist ein Substantiv und kann sich nur auf Aussagen oder einen Tatbestand, nicht aber auf Objekte beziehen. Ein Auto, ein Buch oder ein Mensch kann nicht die Wahrheit sein. Dass ein Auto, weiß nicht, ein Dach, das Buch eine Beschreibung oder der Mensch eine Aussage, das alles kann wahr sein, da es mit der Realität oder Logik übereinstimmt, aber nicht die Objekte selber. Aber Ihre Uneinigkeit ist absolut kein Beweis dafür, dass das Universum keinen Schöpfer hat. Doch, ist es. Mit jeder Minute, die vergeht, ohne dass ein Schöpferwesen sich zu ihrer Schöpfung bekennt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es keins gibt. Seit 14 Milliarden Jahren hätte ein Schöpfer sich in diesem Universum zeigen können. Hat aber nicht. Der Koran behauptet für sich, die letzte Offenbarung dieses Schöpfers des Universums zu sein. Genau. Es ist eine unbelegte Behauptung. Leer, ohne Substanz. Was, wenn morgen ein Typ kommt und sagt, nee, unser Schöpfer hat jetzt die Nase voll, sie hat's dreimal probiert, keiner hat's kapiert und jetzt wird die Erde nochmal überflutet, alle Menschen und Tiere, das Lebende wird ertränkt und ausgelöscht und alles fängt von vorne an. Was dann? So, da haben wir den Salat, wa? Dann seht ihr aber ganz schön albern aus mit eurem letzten dies und letzten das. Wir wissen es doch nicht. Der Koran behauptet viel, was sich als falsch herausgestellt hat. Naja, fast alles ist falsch, egal was. Nicht gerade eine Offenbarung. Wieso sollte jemand dann noch irgendetwas aus diesem Buch glauben? Und erklärt somit auch alle anderen vorangegangenen Religionen. Echt? Ich verstehe die Dreieinigkeit nicht und der Koran erklärt das? Das Judentum hat weder Hölle noch Himmel und der Koran, der erklärt das? Mann, der Koran denkt, Jesus sei ein Neffe von Moses und Bruder von Ezra. Das ist doch völlig kaputt. Erklärt der Koran, weiß ich, Hinduismus, Zoroaster, Jainismus, andere wesentlich ältere Göttergestalten? Nein, das mit Zeus, Wotan, Thor, nee, auch nicht. Das bedeutet, dass diese Behauptung schlicht und ergreifend gelogen ist. Er lädt im Speziellen die Juden und die Christen dazu auf, durch den Islam zu ihrer ursprünglichen Lehre zurückzukehren. Na klar, er lädt sie auf. Hier tun die Macher des Videos so, als ob Juden, Christen und Muslime die einzigen Menschen mit einem Götterglauben sind und der Islam dann auch noch die Ursprungsform ist. Das ist falsch. Der Schöpfergott des Islam sagt, er sei allwissend, habe den Juden den Koran irgendwie beigebracht und die hätten den verfälscht. Und das wusste er nicht und konnte, da er ja allmächtig ist, das auch nicht ändern oder verhindern. Und da er ja auch allgütig ist, wollte er es natürlich auch nicht. Nee, echt? Come on, und das glaubt jemand? Sagt aber dann, dass Muslime die Juden fragen sollten, wenn sie Verständnisprobleme haben. Wo doch deren Verständnis verfälscht ist. Und dieser Gott nicht auf sein eigenes Wert aufpassen konnte. Und mit dem Koran immer noch nicht kann. Weil es da auch diverse Versionen gibt. Jeder Mensch mit nur ein bisschen Logik kann auf Anhieb erkennen, dass hier etwas gar nicht stimmen kann. Und somit einen gemeinsamen Nenner zu finden. Hä? Geht doch gar nicht. Juden haben weder Jesus noch Himmel noch Hölle. Muslime lehnen die Errettung durch Jesus ab.
Im Judentum ist der Gott alleine, bei Muslimen hat er Mohammed und den Christen Jesus und so weiter und so weiter. Wo soll denn da ein gemeinsamer Nenner herkommen? Ist nicht. Er widerlegt außerdem die falschen Vorstellungen jener Religion, die er als veraltet oder nicht mehr in ihrer ursprünglichen göttlichen Form ansieht und legt eine Beweisführung für seinen Wahrheitsanspruch vor. Nee, Blödsinn. Totaler Quatsch. Was ich interessant finde, ist, dass hier keine Quellenangaben gemacht werden. Diese Behauptungen also irgendwo versteckt sein können. Ich meine, ich kenne jetzt den Koran recht gut und kenne keine dieser Aussagen im Koran. Alles, was im Koran steht, ist, ich habe Recht, glaubt und tut, was ich will, oder ihr werdet gefoltert. Schöne Grüße, euer Schöpfer. Ach ja, die Juden wissen mehr als ihr. Es obliegt nun jedem Einzelnen, den Koran zu lesen und zu erforschen und die Wahrheit darin zu erkennen. Nee, so funktioniert das nicht. Zunächst mal, ich kann den richtigen Koran nur in Altarabisch lesen. So, meine Schöpfer, sprich meine Eltern, haben mir aber nie Altarabisch beigebracht. Wie geht das also? Wenn es jetzt so eine Art Schöpfergott geben würde, wäre ich doch zwingend notwendig mit Altarabisch ausgestattet worden. Oder andersrum, dieser allmächtige Schöpfergott könnte ja Übersetzungen in allen Sprachen liefern. Kann er aber nicht. Weder das eine noch das andere. Das heißt, der Anspruch des Schöpfers, alle Menschen zu erschaffen, dass sie diesen verehren, wie es ja im Koran steht, mit den Dschinn zusammen, ist mit einer Fehlerquote von 80% behaftet, da zurzeit nur 20% der Weltbevölkerung, also die erschaffen wurden, um diesen Schöpfer zu verehren, das auch tun. Das ist nicht besonders überzeugend, oder? So, der nächste Punkt. Welche Wahrheit steckt denn nun wirklich im Koran? Sind Frauen in einem Grad unter den Männern, die 4 Frauen haben können und beliebig viele Sexsklaven? Ist Köpfen oder Kreuzigen wirklich die beste Wahl unter den Strafmöglichkeiten? Ist das die viel gepriesene Wahrheit? Oder ist es vielmehr die weichgespülte Version des alleinigen Gottes, der gutes Benehmen belohnt, der dem Märtyrer für seinen Gott mit der höchsten Belohnung ausstattet? Sind es sprechende Ameisen oder das Steak, welches Tote zum Leben erweckt? Wer zeigt mir die Wahrheit im Koran? Wahrheit, die durch Belege in der realen Welt verglichen und verifiziert werden können. Keiner? Wirklich niemand? Und anzunehmen, dass der Koran aber anderen Religionen widerspricht, ist schlichtweg kein Beweis, dass es keinen Schöpfer gibt. Endlich mal etwas, das stimmt. Es ist kein Beweis für oder gegen einen Schöpfergott, genau richtig. Ist es die Annahme, die kein Beweis ist, oder ist es der Koran? Aber warum aber widerspricht? Mensch, ihr müsst mal formulieren lernen, nicht diese vage und mehrdeutige Ausdrucksweise des Korans kopieren. Auch hier gilt wieder, selbst wenn sich die Menschen darüber streiten, welche Religion Recht hat, widerlegt dies auf keine Weise die Existenz Gottes. Doch, tut es. Schlecht für die Macher des Videos. Es widerlegt die Behauptung, es gäbe Götter. Denn Götter selber kann man nicht widerlegen. Nur damit das klar ist. Leider verstehen die Macher nicht viel von Logik, denn man kann nicht widerlegen, was nicht existiert. Derjenige, der behauptet, von Außerirdischen zu Sexspielen gezwungen worden zu sein, muss diese Behauptung beweisen. Mit Beweisen belegen. Sonst glaubt ihm keiner und die Grundstellung ist eben, keine außerirdischen Kidnapper. Das bedeutet, dass ich Behauptungen widerlegen kann, nicht aber Außerirdische oder Götter selbst. Ist ja logisch, oder? Und mal, jetzt mal andersrum. Wenn es einen intelligenten, mächtigen, cleveren, wissenden Gott gäbe, würde ich erwarten, dass da alle Bescheid wüssten. Jeder weiß dann, wer der Boss ist. Das Universum perfekt abgestimmt ist und Menschen einfach nur diesen einzigen Schöpfer verehren. Das würde ich erwarten. Wenn es aber keinen Gott gibt, dann haben wir ein chaotisches Universum. Viele Bücher mit vielen unterschiedlichen Göttern in verschiedenen Sprachen, die alle etwas anderes wollen in unterschiedlichen Art und Weisen und keiner mit dem anderen übereinstimmt. Wenn wir uns jetzt die Daten ansehen, die Realität, welches dieser Modelle passt dann eher, mit oder ohne Götter? Eben. Es handelt sich hierbei also nicht um ein wirkliches Argument gegen die Existenz Gottes. Des Weiteren sei angemerkt, dass Kriege nicht nur aufgrund von religiösen Uneinigkeiten geführt werden. Halt, nicht so schnell. Da war noch was. Nur mal zur Kenntnis. Ich habe kürzlich ein Video gemacht, in dem ich ca. 50 oder sowas von hunderten von Gründen darstelle, warum es keine Götter gibt. Nur, die brauche ich streng genommen gar nicht.
Solange es keinen Gott gibt, muss ich keine Gründe haben, diesen abzulehnen oder, was ja fälschlicherweise behauptet wird, zu widerlegen. So, jetzt zu den Kriegen. Hat jemals jemand behauptet, dass Kriege nur aus religiösen Gründen geführt würden? Ich denke, nein. Alle Kriege? Nein, schon gar nicht. Aber heute basieren halt Kriege meist auf irgendeinem Götterglauben. Terror basiert meist auf Islamisten. Das ist leider so. Man muss ja nur mal den Islam sich wegdenken. Es gibt keinen Islam und keine Muslime. Was bleibt dann an Terror und Kriegen in diesem Jahr übrig? Das ist nicht mehr so viel. Und wenn man alle Götter dahin steckt, wo sie hingehören, in ein Museum, was bleibt dann überhaupt noch übrig? Dann bleibt ja nur noch das menschliche Versagen. Ohne göttlichen Treiber, ohne göttlichen Schutz oder Zuspruch, ohne göttliche Belohnung. Wir hätten auf einen Schlag Milliarden von Menschen, die zur Bekämpfung der richtig großen, der echten Probleme zur Verfügung stehen würden, die sich nicht für die idiotische Bekämpfung von Evolutionstheorien und Kosmogonie einsetzen, sondern die Bekämpfung von globaler Erderwärmung, Epidemien, Nahrungsgrundversorgung, anstatt zu diskutieren, ob die Ehefrau neben ihrem Mann nackt schlafen darf oder wie der Muslim auf der ISS fasten muss. Der Vietnamkrieg hatte nicht die Zwangskonvertierung der Vietnamesen zum Christentum zur Folge. Ebenso wenig sind alle Iraker durch die beiden Irakkriege Christen geworden. Noch war irgendeine religiöse Frage, offiziell oder inoffiziell, Grund für die Kriegshandlung. Wow, da kann man wieder sehen, wie engstirnig manche Muslime sind. Nein, es sind nicht Christen, sondern Staaten. Nicht jeder Staat basiert auf einem oder mehreren Göttern. Manche Staaten sind säkular, also in denen Staat, also irdische Verwaltung, und Götter streng getrennt sind. Wie in den USA zum Beispiel. Wenn, ich meine, da wollen das die Christen auch ändern, aber sie schaffen es nicht. Wenn Muslime andere Muslime angreifen und die Vereinten Nationen beschließen, dass dies ein kriegerischer Akt ist, dann sind das dann nicht Christen, die die Muslime wieder aus Kuwait verjagen, sondern Truppen mit UN-Mandat. Ebenso die Absetzung des despotischen Diktators Hussein, obwohl ich persönlich mich da rausgehalten hätte. Selbst Kriege, die dem äußeren Anschein nach einen religiösen Hintergrund haben, waren oftmals in der Geschichte von rein wirtschaftlichem Interesse. Ein seltsam verschachtelter, fehlerhafter Satz und völlig banal, einfach so hingekotzt, ohne Daseinsberechtigung oder Fakten. Religion ist, wenn überhaupt, bei weitem nicht der einzige Grund, warum die Menschheit sich bekriegt. Oh, jetzt wird's aber schlimm. Das ist ja schon der zweite Satz im Video, der tatsächlich stimmt. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, es gab nie Religionen. Wie viele Kriege fallen dann weg? Muslime wären nie in Ägypten und dann weiter bis Libyen, Tunesien, Algerien, Marokko, Spanien und bis nach Frankreich eingefallen. Oder im Osten nie bis Indien gekommen. Das wäre doch toll, oder? Die ganzen Kreuzzüge wären ausgefallen. Dieses ganze Hickhack wäre nicht gewesen. Außerdem ist das Leben, wie oben erwähnt, eine Prüfung für die Menschen. Allah nimmt nicht alle Schwierigkeiten hinweg. Tatsächlich? Wo genau wurde das denn bereits erwähnt? Ich kann mich da nicht dran erinnern. Und welche Prüfung? Eine Prüfung, in der der Prüfer den Probanden erschaffen hat, in vollstem Wissen, wie diese Prüfung ausgeht? In der der Prüfer den Probanden erschaffen hat, zu bestehen und dieser dann versagt und der Schöpfer den Probanden für das eigene Versagen bestraft? Warum, bitteschön, bedarf es einer Prüfung, wenn der Ausgang doch feststeht? Kann diese Prüfung anders ausgehen als vorher bereits gewusst? Kann der Proband sich überhaupt retten? Nein. Wenn ein Gott weiß, dass ich mich nach links drehe, kann ich mich dann nach rechts drehen? Nein. Also, Götter sind an menschliche Logik gebunden. Und Allah nimmt nicht alle. Warum nicht? Wozu ein Test überhaupt? Wenn ein Schöpfergott einen Menschen erschafft, um ihn zu verehren, sollte dieser doch automatisch alle Qualifikationen haben, die Anerkennung dieses Schöpfergottes zu erlangen. Schließlich hat dieser ihn ja angeblich erschaffen. Oder ist die Qualität wirklich so schlecht, dass 80% Ausschussware ist? Nicht gerade der beste aller Schöpfer, wie dieser ja selber von sich behauptet. Muss denn ein Schöpfergott sein eigenes Produkt testen? Wirklich? Naja, bei 80% Fehlerquote würde ich das wohl auch wollen. Aber das ist ja sogar, da ist ja jeder Microsoft-Programmierer noch besser.
sobald der Mensch eine richtige Antwort angekreuzt hat. Er bemerkt dies selbst im Koran. Was ist denn eine richtige Antwort? In mehreren als authentisch eingestuften Hadith befiehlt Mohammed seinen Leuten, die Vergewaltigung von weiblichen Gefangenen zu genießen und sich keine Sorgen über die zu erzielenden Preise auf dem Sklavenmarkt später zu machen. Ist dies ein richtiges Kreuzchen? Ja, jetzt geht das Predigen los. Ein Mensch, der dem richtigen Glauben folgt, wird dadurch also nicht automatisch unfehlbar. Im Gegenteil, seine Verantwortung steigt und er ist ebenso Prüfungen in diesem Leben aufgesetzt. Klar, ja, so ist er aufgesetzt. Ich hatte das automatisch schon ausgesetzt korrigiert, aber naja, aufgesetzt ist wohl richtig hier. Wenn ich einem Gott glaube und diesem Gott dann auch folge, weil dieser Gott für mich in meinen Augen alles richtig macht, wieso werde ich dann bestraft, wenn dieser Gott nicht der richtige Gott war? Wie kann ich eine Fahrprüfung bestehen, wenn ich auf eine Sprachprüfung vorbereitet wurde? Und der Prüfer weiß das und lässt mich voll reinrasseln und versagen, wo er doch der eigentliche Versager ist. Warum hat mich der richtige Gott nicht mit den für mich überzeugenden Aktionen belehrt? Mit Aktionen, die für mich verständlich sind, so wie ich ja angeblich erschaffen wurde. Da muss doch der angebliche Schöpfer ja auch wissen, was für mich überzeugend ist. Anstatt mich da auflaufen zu lassen. Allah hindert einen Gläubigen nicht daran, trotz seines richtigen Glaubens schlechte Taten zu begehen. Klar, nur was genau sind schlechte Taten? Wenn Homosexuelle als Homosexuelle erschaffen wurden und so leben, wie sie erschaffen wurden, werden sie bestraft. Wer hat denn jetzt versagt? Wer hat jetzt etwas Schlechtes getan? Mit was für schlechten Konsequenzen für die Gesellschaft? Das ist doch der Schöpfer, nicht die Erschaffenen, die doch nichts dafür können, wie sie erschaffen wurden. Wenn ich erschaffen wurde, viel Sex zu haben, muss ich viel Geld als Mann verdienen, um mir viele Sexsklaven halten zu können. Ist das dann eine gute Tat? Was aber, wenn ich eine Frau bin? Ist Sex für den Mann eine gute Tat, für die Frau aber eine schlechte Tat? Es sei denn, sie ist Sklavin? Warum verehrt irgendjemand diesen Gott?